Grüß dich und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um die Werkstatt, meine neue Werkstatt, in der befinden wir uns gerade. Und ich brauche eure Hilfe. Also nicht jetzt zum ersten Mal, sondern ziemlich oft in letzter Zeit. Aber ich glaube, ich habe Mist gebaut. Ich habe nämlich angefangen, mir USB-Platten zu besorgen und die zu lackieren. Und fragt ihr euch bestimmt, was hat er denn? Was ist denn los? Ich hatte ja im letzten Video euch erzählt oder euch gefragt gehabt, was können wir machen mit der Beleuchtung, was können wir machen mit der Wand, mit dem Boden. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich so ein, zwei Kooperationspartner schon habe und mit denen in Verhandlung bin, beziehungsweise mit denen in Kontakt getreten bin. Und am Ende des Videos habe ich gesagt, dass ich die Betonkante hier anstreiche mit so einer Betonfarbe. Hat richtig, richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Kann ich nur weiterempfehlen. Die sind eigentlich dafür gedacht, dass du beispielsweise Terrassenböden lackieren kannst. Haben wir bei meinen Eltern auch gemacht. Hält heute noch die Farbe. Es ist schon ein, zwei Jahre her. Kann ich nur empfehlen. Und warum, weshalb? Ich möchte die Wand verkleiden mit USB beziehungsweise mit Platten, mit einem Plattenwerkstoff, der damals in dem Video noch nicht bekannt war. Und das habe ich mir USB-Platten bestellt. Ist das günstigste und ich dachte mir, komm, streichst du die Anthrazit an oder sprühst du sie dann an und dann sieht das richtig geil aus. Da habe ich mir jetzt USB-Platten bestellt, 24 Stück, das heißt für die gesamte Länge hier 9,5 Meter plus die im Hintergrund 4,5 Meter oder 5 Meter. Und das habe ich mir bei der Firma Ladenburger bestellt und ging ganz flott, richtig geiler Service, liefert in der Region, also wenn du jetzt hier in der Region wohnst, Leipzig, Umgebung, die haben mir das bis zur Tür geliefert oder abgeladen mit einem Kran. Und dann habe ich das mit einem Mitarbeiter, also den kenne ich auch privat, Christoph, herzlichen Dank nochmal. Der hat mir dann geholfen, das Ganze hier reinzustellen, plus nochmal 12 oder 18 Dachlatten. Und jetzt sind wir nämlich soweit. Ich habe mir dann die USB-Platten geschnappt mit Steffi zusammen und diese dann lackiert. Natürlich Anthrazit. Der Sockel ist Anthrazit, die Platten sind Anthrazit. Das heißt, du hast das Ganze grundiert, trocknen lassen und dann hast du das Ganze mit Anthrazit lackiert. Mit der Sprühdose, damit es schneller geht. Ist auch eine, ja, hat auch funktioniert, aber was ich jetzt nicht bedacht habe, ist einmal A, die Struktur kommt trotzdem durch. Ist ja klar, das ist so eine USB, kennt ja jeder von euch. Und ihr wisst auch, ich bin nicht so ein Fan von USB. Deswegen, das ist so ein Hauptgrund. So, und jetzt habe ich ein paar Platten lackiert, besser gesagt fast alle. Da steht noch ein Haufen. Und ich habe lange überlegt, ob ich USB nehmen soll oder nicht. Und viele haben mir dazu geraten, was spricht dagegen. Das ist ja ein Ausbaumaterial. Und jetzt habe ich das Ganze lackiert. Und die Unterkonstruktion wird aus den Dachlatten gemacht. Das heißt, ich werde das am Sockel randübeln und einen Rahmen bauen. Dann kommen die USB-Platten ran. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das so machen kann. Weil für mich sieht die Bude zu dunkel aus. Man muss bedenken, das Licht ist noch nicht drin, aber ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Und da brauche ich eure Hilfe, was ihr dazu sagt. Ich werde jetzt einfach mal die Platten hinstellen. Und am besten nehme ich mir auch Handschuhe dazu, weil USB-Platten dazu neigen, dir unschöne Splitter in die Haut zu hauen oder in die Hände, die du nachher nicht findest. Und das wollen wir ja nicht, ne? Also ich möchte das nicht. So, an sich ist ja an USB-Platten nichts dabei. Solange du keine Möbel baust oder ein Boot daraus bauen willst oder so, kannst du die Platten gerne verwenden. So, zum Ausbau auch, habe ich mich breitschlagen lassen, machen wir. So, und jetzt sieht das ja in der Holzwerkstatt, in den meisten Tischlereien sieht ja mal sehr freundlich aus, ne? Und so ein Filmstudio, ich habe mir gedacht, komm, wir machen hier so ein cooles Filmstudio, machen das Ganze Anthrazit und Holz, USB, so sieht ja jede zweite Werkstatt aus, wenn ich das jetzt mit USB komplett zuknalle. Deswegen habe ich mir gedacht, lackierst du sie in Dunkel, also in Anthrazit. Jetzt mal nur zum Vergleich. Einmal nur mal so hingestellt. USB-Look. Und jetzt hole ich die anthrazitfarbenen Platten. Und da möchte ich mal von dir wissen, ich muss mir das echt verkneifen. Schau dir das mal an. Das ist echt, ja, wie Tag und Nacht, ne? Hell und dunkel. Es ist schon heftig. Natürlich hat das USB, also die dunkle Farbe, ein Vorteil, dass wenn du jetzt Werkzeug anbringst oder einen roten Schrank draufschraubst oder einen holzfarbigen Schrank, dann siehst du das natürlich. Aber
wenn du keine großen Räume hast, wie ich jetzt, relativ, dann siehst du schon den Unterschied, dass das Ganze ziemlich erdrückend ist. Ne? Oder sagt dir, boah, geil, mach weiter so, weil es ist ziemlich dunkel, vielleicht muss ich da nochmal rüber streichen, ich weiß es nicht. Aber ja, das Muster ist jetzt drauf, vielleicht hat das auch einen gewissen Charme oder einen gewissen Charakter. Der Boden ist ziemlich hell. Da möchte ich eigentlich auch einen dunklen Boden drin haben, damit du nämlich gleich nicht alles siehst, wenn da irgendwie Dreck auf dem Boden ist. Steffi hat auch gesagt, Sebastian, oh Gott, ist das nicht zu dunkel? Warum hast du die nicht grau gestrichen? Ja, und das ist nämlich jetzt das, was ich verbockt habe. Einmal A, mag ich diese Struktur nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob man das so sehen kann im Video. Wenn ich jetzt das dunkel mache, den Boden dunkel mache, na gut, wenn ich jetzt eine richtig gute Ausleuchte habe, aber wirkt das ein Ganze ein bisschen bedrängt oder beengt? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Das ist so meine Frage an euch. Bevor ich jetzt die Konterlattung an die Wand anbringe und weitermache, würde ich ganz gerne mal eure Meinung dazu wissen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr seid ja letztendlich die Zuschauer. Ja, klar muss ich hier drin arbeiten, aber ich muss es irgendwie von euch wissen, ob ihr sagt ja oder nein. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nein, Daumen runter, ganz klar, und einen Kommentar bei beiden Fällen. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz nochmal ein Beispiel. Nehmen wir das allzeit bewährte Mr. Handwerk-Logo. So, jetzt schaut euch das mal hier an. Tada! Oder tada! Jetzt möchte ich mal von euch wissen, was kommt besser zur Geltung? Dunkel oder hell? Und hier ist der Plan. Hier soll dann später alles stattfinden. Das heißt, hier kommt eine große, große, lange Werkbank hin. Ob ich dieselbe baue oder kaufe, weiß ich noch nicht. Hier mein Arbeitstisch. Vielleicht da oder da die Standbohrmaschine. Das Einrichten, das kann man dann später machen. Geht es einfach um die Wandverkleidung. Ne? Und keine Angst, da sind die Steckdosen. Hier wird dann mit der Tauchkratzsäge das Ganze ausgesägt mit Magnet. Mit Magnetschnepper wird das Ganze gemacht, dass ich das zugänglich habe. Und es werden natürlich in den Wänden noch Steckdosen eingelassen. Und, und. Kommen wir aber alles noch zu oder danach. Erstmal müssen wir dieses Problem beseitigen. So, ich würde mich über deinen Kommentar freuen. Und ansonsten schau dir die nächsten oder die letzten zwei Videos an. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. So, ciao. Ist schon schick, ne?